Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und heute wollen wir uns ein bisschen die Mikroskopie ansehen. Um die Mikroskopie zu verstehen, schauen wir uns als erstes ein paar Grundlagen der Optik an. Wir sehen uns das dünne Linsenmodell an. Auf Basis des dünnen Linsenmodells wollen wir uns dann die zusammengesetzten Mikroskope ansehen und dann unterschiedliche Kontrastmechanismen besprechen. Fangen wir mit dem dünnen Linsenmodell an, weil es wirklich grundlegend für die gesamte Mikroskopie ist. Hier sehen wir beispielhaft dargestellt, wie eine konvexe Linse die Strahlung bündeln kann. Wir haben also einen Brennpunkt in der Tiefe F und wenn parallele Strahlen auf die konvexe Linse fallen, dann wird diese zum Brennpunkt führen und wir können sehen, dass alle Strahlen im Brennpunkt F' hier sich schneiden. Das hier ist unser Brennpunkt. Und das hier ist die Fokuslänge, die wir mit F beschreiben. Wenn wir jetzt eine konkave Linse haben, dann haben wir das Problem, dass parallele Strahlen quasi alle in unterschiedlichste Richtungen hinfortgetragen werden. Und damit sehen wir, dass es keinen Brennpunkt gibt. Tatsächlich gibt es schon einen Brennpunkt, allerdings dieser Brennpunkt virtuell und befindet sich auf dem Licht zugewandten Seite. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum man, wenn man kurzsichtig ist, sich jede Mühe geben kann, um zum Beispiel ein Holz mit der Linse anzuzünden. Die Linse wird einfach nicht dazu geeignet sein, irgendwas anzuzünden, weil diese typischerweise bei kurzsichtigen Menschen es nur einen virtuellen Brennpunkt gibt. Also es ist egal, wie ich mir Mühe gebe, wenn ich kurzsichtig bin, schaffe ich es nicht, mit meiner Linse irgendwo einen Brennfleck zu erzeugen, um quasi Feuer zu schaffen. Es gibt drei Regeln für konvexe Linsen und zwar sind die genau so. Wenn ich ein Objekt an der Stelle H habe und der Distanz d, dann führt ein Strahl, der von H ausgeht, durchs optische Zentrum immer in die Distanz H'. Ein Strahl, der parallel durch die Linse geht, wird immer durch den Brennpunkt laufen und dann auch zu dem Bild H' weiterlaufen. Und ein Strahl, der durch den Brennpunkt auf der anderen Seite der Linse läuft, wird so auf die Linse auftreffen, dass dieser danach parallel abgebildet wird. Wir können also sehen, dass wenn wir in der richtigen Distanz sind, im Vergleich zu unserer Fokuslänge, dann können wir eine scharfe Abbildung auf der anderen Seite erreichen und die findet in Tiefe D' statt und hat eine Veränderung der Länge H auf die Länge H'. Tatsächlich ist es ausreichend, zwei dieser Strahlen zu kennen, um H' zu bestimmen. Wenn wir genau in der Distanz D' messen, dann sind wir genau in Fokus. Wenn wir bei kleineren oder größeren Distanzen messen würden, würden wir sehen, dass sich nicht alle Strahlen in H' schneiden und wir damit ein unscharfes Bild bekommen, das nicht fokussiert ist. Tatsächlich ist hier D größer als f und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was würde denn passieren, wenn d kleiner als f ist oder wenn wir eine konkave Linse verwenden würden. Nun, wenn wir eine Entfernung von d verwenden, die kleiner als f ist, dann treten immer noch unsere drei Regeln in Kraft. Das sind immer noch die gleichen. Das heißt, ein Strahl, der durch das optische Zentrum läuft, wird einfach gerade weiter hinausgehen. Ein Strahl, der senkrecht auf die Linse fällt, wird durch den Brennpunkt laufen und ein Strahl, der virtuell durch unseren Brennpunkt auf der anderen Seite laufen würde, wird so auf die Linse auftreffen, dass er später parallel weiterläuft. Wir sehen also, dass wir auf der rechten Seite der Linse keinen Schnitt in einem einzelnen Punkt haben. Wenn wir jedoch aber die Strahlen alle miteinander verbinden, sehen wir, dass es schon einen Schnittpunkt gibt. Und dieser Schnittpunkt findet sich auf der gleichen Seite wie auch das Objekt. Hierbei handelt es sich um ein virtuelles Bild, das man tatsächlich nur mit einer entsprechenden Linsenoptik beobachten kann. Also dieses Bild lässt sich tatsächlich mit dem menschlichen Auge erfassen, aber es lässt sich zum Beispiel nicht ohne weitere Optik auf einen Bildschirm projizieren und sich digital erfassen, weil man eben zusätzliche Linsen braucht. Wir sehen aber hier, dass durch diesen Effekt auch eine Vergrößerung eingetreten ist. Also, wenn wir über der Fokusdistanz liegen, dann bekommen wir ein reales Bild.
Und tatsächlich steht dieses reale Bild auf dem Kopf. Wenn wir unter der Fokusdistanz liegen, dann bekommen wir ein virtuelles Bild an der Erweiterung der Lichtstrahlen. Das reale Bild kann auf einen Detektor projiziert werden, das virtuelle Bild kann nicht auf einen Detektor projiziert werden. Das reale Bild steht auf dem Kopf, das virtuelle Bild hat dieselbe Orientierung wie das Original. Was passiert jetzt mit einer divergenten Linse? Nun, bei einer divergenten Linse treten wir unter unsere drei Regeln in Kraft. Also unser Objekt würde nicht verändert, wenn der Strahl vom Objekt durch das Zentrum der Linse läuft. Er würde, wenn er senkrecht auf der Linse einfällt, nach oben abgeblendet werden und durch den virtuellen Brennpunkt laufen. Und tatsächlich, wenn er durch den Brennpunkt auf der anderen Seite läuft, würde der Strahl so abgeändert werden, dass er tatsächlich parallel weiterläuft. Ja, was sehen wir hier? Tatsächlich haben wir auch hier ein virtuelles Bild, das entsteht. Und dieses virtuelle Bild befindet sich in der Distanz D' und führt zu einer entsprechenden Verkleinerung des Bildes. Die wesentlichen Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was ist denn das Verhältnis zwischen D und D'? Zum Beispiel, wenn wir F und D kennen, können wir D' ausrechnen, ohne dass wir dieses Bild jetzt tatsächlich aufmalen müssen und geometrisch konstruieren. Antwort ist natürlich ja, das können wir uns jetzt hier an diesem konvexen Linsenmodell herleiten. Und wir nehmen jetzt den Fall, D ist größer als F. Und wir können damit sehen, dass wenn wir ähnliche Dreiecke suchen, dass H' zu H identisch sein muss wie D' zu D. Wir können weitere ähnliche Dreiecke suchen und daraus können wir ableiten in den roten Dreiecken, dass H' zu H dem Verhältnis F zu D minus F entsprechen muss. Nun, jetzt haben wir hier zwei Dinge, die wir in Verhältnis gesetzt haben und diese kann man jetzt gleichsetzen und damit kommen wir auf diesen Zusammenhang für D, D' und F. Das lässt sich entsprechend umformulieren, wenn wir mit D und D minus F multiplizieren. Dann kriegen wir die folgende Gleichung. Tatsächlich kann ich jetzt D minus D' F auf die andere Seite bringen und dann nochmal durch F D D' teilen und kriegen folgendes Verhältnis. Also 1 durch D' plus 1 durch D ergibt 1 durch F. Gilt das jetzt nur für den Fall, dass D größer als F ist? Nun, wir können das Ganze tatsächlich generalisieren, damit wir auch virtuelle Bilder beschreiben können. Dazu müssen wir allerdings ein paar Konventionen einführen, zum Beispiel, dass D' kleiner als 0 bedeutet, wenn das Bild auf der Objektseite der Linse ist und F kleiner als 0 ist, wenn wir eine konkave Linse haben. Damit ergibt sich folgende: Zusätzlich müssen wir eine dritte Konvention einführen und zwar, dass wenn H' kleiner als 0 ist, es ein invertiertes Bild ist. Unter diesen Bedingungen können wir Gleichung 1 und 2 generalisieren zu den folgenden Verhältnissen, und zwar, dass die Vergrößerung M ergeben wird als H' zu H und das kann dann auch dargestellt werden als minus F durch D minus F bzw. minus D' durch D. Diese Verhältnisse gelten generell für konvexe und konkave Linsen und damit können wir unsere entsprechenden Vergrößerungen direkt berechnen. Wir sehen also, dass das Bild eines Objekts einer konvexen Linse vergrößert ist, also der Betrag von m größer als 1 ist, genau dann, wenn d kleiner ist als 2f. Weiterhin haben wir exakt dieselbe Größe, wenn d genau 2f ist und wir erhalten eine Verkleinerung, wenn d größer ist als 2f. Für eine divergente oder bei einer konkaven Linse erhalten wir immer eine Verkleinerung. Gewappnet mit diesen Grundlagen können wir jetzt ein Mikroskop zusammensetzen. Die Idee hierbei ist, dass wir mehrere Linsen kombinieren. Und zwar eine Objektivlinse, die nah an dem Untersuchungsobjekt ist und eine Augenlinse, die im Wesentlichen beim Nutzer ist, durch die dann in das Mikroskop geschaut werden kann. Die beiden haben unterschiedliche Brennweiten und können entsprechend zueinander positioniert werden.
Wollen wir jetzt mal an dem Beispiel hier durchgehen? Wir platzieren unser Objekt in der Distanz zwischen f und 2f, um eine entsprechende Vergrößerung zu erreichen. Wenn wir das tun, erhalten wir ein reales Bild auf der anderen Seite in der Größe h'. Und h' sehen wir jetzt mit unserem zweiten Linse an und vergrößern hier wieder, gehen aber unter die Brennweite, damit wir eine zusätzliche Vergrößerung haben. Damit erzeugen wir ein virtuelles Bild, das quasi auf der anderen Seite angeschaut werden kann, aber wir erreichen eine doppelte Vergrößerung, weil wir zwei Vergrößerungseffekte hintereinander schalten können. Die komplette Vergrößerung kann tatsächlich ausgedrückt werden als das Produkt der beiden Vergrößerungen. Natürlich müssen wir im Kopf behalten, dass diese Formulierungen hier nur die Vergrößerungsmechanismen beschreiben. Wir aber jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben, wie eigentlich so ein Objekt dann beleuchtet wird oder welche Informationen überhaupt von der Kamera oder von dem Auge untersucht werden. Und das sind natürlich weitere Themen, die wir uns jetzt im Verlauf der Vorlesung noch anschauen werden. Natürlich, je nachdem, wie wir diese Fragen dann beantworten, führt das zu weiteren Mikroskopen, wie zum Beispiel den Hellfeldmikroskop, den Phasenkontrastmikroskop oder auch fluoreszenzbasierenden Mikroskopen. Ein Thema, über das wir noch sprechen sollten, ist die numerische Apertur. Die numerische Apertur ist in der Lage, generell die Vergrößerungsfähigkeiten einer Linse zu beschreiben. Und die numerische Apertur generell, die eine Linse wird beschrieben durch n mal Sinus Theta, wobei n hier der Brechungsindex des Mediums ist, das zwischen dem Untersuchungsobjekt und der Linse ist. Und tatsächlich in Luft ist das ungefähr 1, in Wasser hat man ungefähr 1,33 und in Öl kann man bis zu 1,51 erreichen. Und Theta ist der Halbwinkel, der die maximale Öffnung unserer Linse beschreibt und der ist natürlich durch die Brennweite unserer Linse gegeben. Anhand dieser beiden Zahlen kann ich die numerische Apertur berechnen und die numerische Apertur wird uns dann auch angeben, welche Auflösung ich maximal mit einer bestimmten Linse erreichen kann. Aber das sind Themen, die wir uns dann im zweiten Teil dieser Vorlesung angucken, wenn wir über die verschiedenen Kontrastmechanismen und Anwendungen reden. Ich hoffe, diese kleine Einführung in die Mikroskopie hat euch gefallen und im zweiten Teil dieser Vorlesung werden wir über die Kontrastmechanismen sprechen, in denen wir dann tatsächlich auch den Bildinhalt wiedergeben können und auch beschreiben können, was wir tatsächlich in dem Bild sehen. Bisher haben wir ja nur über die Vergrößerung an sich gesprochen und wie diese geometrisch funktioniert. Deswegen freue ich mich schon, euch in der nächsten Vorlesung begrüßen zu können, wenn wir über die entsprechenden Kontrastmechanismen sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.